Und einmal neuseeländischer Meister im Diskuswerfen. In der Jugend hat er schwer gehabt. Jack O'Gill, jetzt ist er wieder magisch. In der Welt und natürlich auch in Neuseeland. Ja, der ist gut unterwegs. Lass mal nicht vorbei, mein Freund. Die Führung 21 Points 71. Kurze Pause. Reihenfolge fürs Finale. Dennis, dann Jan, dann Bob, dann O'Dane, dann Chanko, Ryan, Storli und Tom. Okay, ich sag's auch an. So, liebe Leute, drei Durchgänge, noch etwa 20 Minuten voller Alarm. Einverstanden? Wir machen die Nacht zum Tage hier. Wir sind dabei bei einem denkwürdigen Wettkampf. Hammer-Wettkampf hier, meine Damen und Herren. Und ich glaube, da geht noch was. Ich könnte mir auch zwei Zweien vorstellen vor dem Komma. Und dann mache ich hier eine Rolle. Dann bleibe ich auch tot liegen. Auf geht's, ich bin doch nicht mehr der Jüngste. Aber ich halte mein Wort. Los geht's! Okay, Dennis Leske. Dennis, nutzt die Chance. Komm, pack mal einen aus. Geht nochmal weiter aus, ich weiß auch nicht. So, Jan-Josef Jürchene, der Vizemeister des letzten Jahres. Dies Jahr auf Platz 5. In der Halle dieses Jahr Vizer. Also der ist in einer guten Verfassung hier am Ende der Saison, der Jan Josef. Bob ist dran, Bob fährt im Ernst. Der Vize-Weltmeister von 2015, der 6. EM von Berlin, Bob Gertemel. O'Dane, come on baby. Ein bisschen mit Schultern hier rein. Chanko macht sich bereit, er macht hier heute einen guten Wettkampf. Vielleicht links einen der besten in diesem Jahr überhaupt. Chanko Arnaudov aus Portugal. Ich
15 Jahre in Portugal, geboren in Bulgarien. Ryan macht sich bereit. In diesem Jahr sieht er Halbweltmeisterschaft gewesen in Birmingham. Die Halbweltmeisterschaft gewonnen. Das nenne ich mal Ballett. Bravo! Ja, die Ansprüche steigen. So, Tom. Er ist ja gerne in Deutschland zu Gast. Der Tom Borsch hat schon einige Siege eingefahren hier. Der Weltmeister von London. Der Olympiadritte von Rio. Der Halbweltmeister. Das Schöne ist, alles nur Menschen, oder? Gott sei Dank keine Maschinen. Und wir sind im fünften Durchgang, wenn wir die weiter haben. 2061. 5. Durchgang. Und Dennis, alles was du hast, quillt dir raus. Ja, hau nochmal einen Kopf, damit er klar ist. Leider Tierschießen, 1796. Jan-Josef Jöschede. War ich aus 12 zum ersten Mal internationaler Start, damals bei der WM. U20 als Teilnehmer. Ein Zentimeter die Jahresbestleistung gesteigert. Nah dran an seiner neuen persönlichen Bestleistung. Vielleicht klappt er noch für Jan-Josef. Gott ist der Nächste. Er kann auch noch. Liebe Schumer, komm! Meter 14, sein bester Versuch. Und Richard.
aber bist du besser jetzt mit Eingang? Ja, aber nur mit einem Ausstoß. Scheiße. Ein Ausstoß. Aber ja, noch einer, ja? Noch einer? 2014, 4 nach diesem Jahr. Wie viel? 2014, ne? 14. Und die andere? 20? 12 oder so. Der letzte wird jetzt überragen und dann. Ja, genau selber, weil ein bisschen nicht bremsen mit Schulter und dann 20, weiter. 20:33, eine Steigerung für Odeen Richard. Jetzt muss Chanko Gas geben. Kann man Chanko? Und bei den Männern 20:01 für Janko Arnaudov. So, der kann auch. Ryan Whiting, der kann auch. Der weiß, wie es geht. Der war schon zweimal ganz oben als Halbweltmeister. Aber London, da hat er ein bisschen damals bei Olympia daneben gestanden als Neunter. War einer der Favoriten, aber das hat er nicht gelöst. Unter anderem war ja auch Stolli damals der zweite, eine der Überraschungen, und der war ungültig. Bob, versuch du letzter Versuch, dass du ihn mit dazu halten, aber ganz aggressiv, ganz schnell beim Ausstoß. Okay? 20:76. Und der Führende. Hallenbestleistung von Tom, 22:31. Neuseeländischer Hallenrekord. Freiluftbestleistung 22:67. Neuseeländischer Freiluftrekord. Absolute Weltspitze. Thomas Wars. Und für dich? So, meine Lieben. Finale. Oh, Finale. Die ganzen Fliegen und Käfer, die hier rummachen, die machen wir jetzt alle platt mit unserem Klatschen, mit unserer Stimmung. Patti, häng ja nicht so rum, gib Gas, Junge, ach, das hilft. Alles klar? Wir greifen an. Mit Dennis Liske, letzter Versuch. 2018, 5 Meter, internationaler Nina Werfer da. Präsentiert von der Erzgebirgs Sparkasse. Sechsundachtzig, sein Bester heute 17:97, Dennis Liske. Kann er die Gunst der Stunde nutzen? Kann er diesen tollen Wettkampf nutzen? Zweimal Jahresbestleistung. Bis zur persönlichen Bestleistung mehr als 4 cm. 4, 5, 4, egal. Los, Leute, alle. Jan Jonas, Gönschele.
Neue persönliche Bestleistung, 1962. Jan-Josef Jürschene, am Saisonende legt er einen ab hier. Der sechste von Berlin. Großer Kampf von ihm hier heute. Vielleicht nochmal eine Steigerung. Ja. 2048, sein bester Versuch. Bob Bertimes. Bringt er sich erstmal in Position hier. Sehr, sehr gut, auch letzter Versuch. Aber hast du wieder nochmal mit rechts Bein? Ja. Von 2015. 1979, sein Bester heute 20:33 im Durchgang 5.